Ja, herzlich willkommen, Leute, zu meinem zweiten Hauptprojekt, das jetzt nebenbei noch laufen wird. Parasite Eve 2! Ja, was ist Parasite Eve 2? Parasite Eve 2 ist ein ziemlich geiler Third-Person-Shooter, richtig geil gemacht. Das Ding habe ich natürlich wie so ziemlich alle meine Spiele schon millionenfach durchgespielt. Auf meiner PS3 habe ich halt erst einen Speicher mit zweimal durchgespielt. Den werden wir dann auch gleich bei Neustart anfangen hier. Jo. September, der 4.2000 im MIDF Center Los Angeles. So. Es gibt hier zwei Modis, die ich spielen kann. Wir machen den Replay. Geht dafür nur darum, einfach mal die Story zu sehen von dem Spiel. Meine Kondition ist sehr gut. Missionslevel ist halt easy. Das kann man aber leider auch im Replay-Modus gar nicht variieren. Normal Gegner, sage ich mal, Supply Level, also was ich an Muni kriege, ist sehr, sehr reich. Wir könnten auch den hier machen, den Bounty-Modus. Jagen sie die versteppten Golems, aber es kommt halt nicht dem Spielprinzip nahe. Also fangen wir einfach im Replay-Modus nochmal an. Ich werde auch später mal so einen One-Hour-Test für den Bounty und den Nightmare-Modus reinhauen. Den Nightmare-Modus kriegt man, wenn man, ich glaube, ein paar Mal das Normale durch hat oder den anderen Modus durch hat. Von daher, schauen wir einfach mal, dann sehen wir schon. Drei Jahre sind seit dem Vorfall von Manhattan verstrichen. Ich quittiere den Polizeidienst und wurde NMC Hunterin. Das kriegen wir auch noch erklärt. Ihr seid alt genug zum Lesen. Traurig aber war nebenbei, der Part 1, also Parasite Eve 1, kam nie in Deutschland raus. Soweit ich zumindest informiert bin. Was eigentlich ziemlich traurig ist, weil es ein doch richtig geiles Spiel ist. Wir werden jetzt auch erstmal nur den ersten Part heute aufnehmen und den werde ich auch noch online stellen. Dann mal schauen, ob es euch gefällt. So. Und nun sind wir schon wieder fast schon dran hier. Was ist los, Aya? Also wir heißen Aya. Aya Prayer. Sieht dir nicht ähnlich. Also dieses Spiel hat keine Sprachausgabe. Ist nicht mental. Wir klicken mal den Käse jetzt weg. Was jetzt? Also wir dürften jetzt machen, ob wir weiter trainieren. Da können wir ein paar Gegenstände abräumen, was aber witzlos eigentlich ist. Oder ich sag genug für heute und es geht mit der Story eigentlich jetzt los. Okay, so, Strom aus. Und wir fangen jetzt mal an, hier rum zu gurken. Der Kaiser muss jetzt erstmal hier Kreis ist Rennen, Viereck ist Visieren, R1 ist dann Schießen, klar. X ist Betätigen, ja, super. Gut. Ich werde hier auch wieder die lustigen Karten, die sich der Zocker Slugs und ich gemacht haben, benutzen, um wieder alle Items zu finden, euch alles zu zeigen, was geht. Also momentan sind wir im Hauptquartier, sage ich jetzt mal. Bekommen jetzt gleich noch ein paar Sachen erklärt, das lasse ich euch noch da, weil ich kenn's ja eigentlich schon. So, da, auf geht's. Das ist Percy, unser, sage ich mal, Personal Helper in dem Spiel. So, unser erstes Einsatzziel wird schon genannt. Acropolis Tower, Downtown LA. Scheint der Teufel los zu sein. Im Acropolis Tower. Du guckst.
Ja, also die Story vom Spiel, also diese Erzählerei am Anfang ist nicht wirklich hoch interessant. Ich klicke das mal weg. Hal ist unser Boss, sage ich jetzt mal grob. Also er will, dass wir da hinfahren und mal gucken, was da los ist, weil Polizei und so, Radau und was weiß ich was. So, was wir immer machen können, falls wir ab und zu mal diesen Abstecher in die Zentrale machen, ist in der Waffenkammer vorbei zu chillen, um mal zu gucken, was hier so geht, was hier so gehen tut. Und das ist mit Jody, genau. Hey, mit BPs kannst du Sachen kaufen. BPs sind Bounty Points, die kriegen wir für Töten von Gegnern. Momentan habe ich 350.000 für den Start, 35.000 für den Start. Die behält man beim Durchspielen im letzten Dingsbums. Ne, im Tower finde ich eh dafür noch nichts. Nach dem Tower komme ich hier nochmal her. Also holen wir hier erstmal noch nichts. Die taktische Rüstung finde ich dort. Wir können ein bisschen unsere Sachen hier schon mal aufpimpen und das vorkaufen. Dazu komme ich dann gleich. Ein bisschen was will ich halt schon mal vorher kaufen und euch dann dabei erklären, was es ist. Das mache ich dann, wenn es dann soweit ist. Ich überlege jetzt nur gerade, was Sinn macht, schon zu kaufen. Auf jeden Fall. Hä? Ah, halt! Ah, ich habe doch schon eins im Besitz. Antibody, Energy Shoot ist gut. Energy Ball, nein. Plasma brauche ich für später unbedingt. Pyrokinese, super. Necrosis kann ich mir... ich kann mir eigentlich alles kaufen, sehe ich gerade. So fast. Ah, Metabolismus habe ich gar nicht gekauft, Idiot. Gut. Wir werden wahrscheinlich in dem ersten Part eh noch nicht dazu kommen. Ich habe leider nicht mehr so viel Platz auf der Platte. So, gehen wir hier raus, checken mal, was wir jetzt machen können. Also, wenn wir in unser Menü gehen, was hier alles halt auf Englisch ist, komischerweise, mit deutschem Untertitel, aber egal, können wir Sachen benutzen. Hier haben wir auch schon Waffen und all so Zeug, und da sind diese Dinger. Healing freigesetzt, Life Drain freigesetzt, Antibody freigesetzt, Energy Shoot freigesetzt, Plasma freigesetzt, Pyrokinesis freigesetzt, Necrosis freigesetzt, Convulsion und Metabolism. So, das sind so die Grundsachen, die man auf jeden Fall für den Anfang braucht, das ist sehr, sehr wichtig. Die erhöhen auch unsere MP. Wir haben jetzt schon 71 statt 30 schon eben. Ja, ich weiß, ist jetzt alles ein bisschen neu für euch. PE, also diese Energie ist dafür da, um so, sage ich mal, so Special Attacks zu machen. Ist ein bisschen unrealistisch gemacht, ich weiß, aber okay. Das wird uns Erfahrungspunkte EXP kosten, die wir selten in dem Spiel kriegen. Ihr seht, beim Freisetzen 1200 EXP. Einen Bonus-MP kriegen wir. Wir haben nur 2300 und das kostet zum Beispiel, glaube ich, mehr. Ne, auch. Bonus-MP 2 sogar. Inferno kostet aber mehr. Auch nicht? Ach, nee, egal. Jedenfalls, das sind halt Sachen, die ich dann während dem Kampf benutzen kann. Die kosten uns, unten rechts sieht man, Verbrauch von MP. Aber dazu mehr, wenn wir dann zu so einer Stelle kommen, wo wir sie brauchen. So. Also beim ersten Spieldurchgang kann man das Zeug hier nicht kaufen. Die gibt's erst nach dem ersten Spieldurchgang. Was aber immer da ist, sind diese Gegenstände. Ups, ein bisschen zu früh. Komm schon. Sind die Gegenstände hier eingetränkt? Das muss jemand vergessen haben. Fläschchen. Fläschchen. So, mit Dreieck können wir nachgucken, was es ist. Medizin Level 3. Heilt uns 150 HP. Super. So. Wir rüsten uns auch direkt schon mal aus. Mit einer Waffe. Und fügen PB-Munition, 9mm dazu. Schon. Jetzt können wir noch im Auto gucken, ob was im Kofferraum liegt, was so ziemlich immer der Fall ist. Das ist mein Wagen, ich kann noch nicht los. Ah, okay, ich kann noch nicht an den Kofferraum. Ja. Wir sind bereit, unseren ersten Einsatz anzugehen. Wir haben auch nur noch 5 Minuten. Also weit kommen wir wahrscheinlich eh nicht. Grafik war damals ziemlich gut, fand ich. Ich lasse auch mal den ersten Abspann. Für später sind die witzlos, da ist dann eh nicht mehr so viel dabei. Aber komme ich alles dazu.
So, da kommen wir jetzt angetuckert bei dem Chaos hier, vom Tower. Also es ist ein sehr gut durchdachtes Spiel, finde ich. Hat auch viele Sidequests. Also man kann Sachen halt suchen und finden, man kann Missionen noch nebenbei erfüllen, die man so nicht gesagt kriegt. So, wir können hier nicht rennen, blöderweise. Da liegt schon einer von den Soldaten, der gut auf den Nuss gekriegt hat. Mit Sonderanhalt. So. Also wir dürfen durch, weil wir sozusagen angekündigt sind. Wie ist die Lage? Sieht übel aus. Sie haben das Dach gesorgt, besetzt. Das ganze Gerät außer Kontrolle, wenn sie die Armee nicht bald eintrifft. Okay, also wir haben erfahren, dass hier richtig die Kacke am Dampfen ist. Dem wird jetzt gleich nochmal schön Ausdruck verliehen. Moment. Noch ein Stück, noch ein Stück. Komm schon, jetzt. Ein abgestürzter Helikopter, das hat sie sehr gut erkannt. Kein Überleben, das zieht sie von hier aus. Spieltiefe extremst. Ihr Arsch wackelt 100% links, rechts, links, rechts. So, das ist total uninteressant. Ja, ich bin die so und so. Und jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl mal in der Tower hoch. So, eben ging eine FBI-Agentin rein. Bla, bla, bla. LAPD, Los Angeles Police Department. So, noch ungefähr 2 Minuten kann ich aufnehmen. So mehr. Das langt, um zumindest mal in die Haupthalle zu gehen. Agentin Aya Breyer 005. So. Wir gehen in den ersten Raum rein. Wir werden dort auch direkt mal gleich speichern, wenn ich ein paar Sachen noch erledigt habe. Also hier sieht's recht wüst aus. Was zum... Was ist denn hier passiert? Da hat jemand Ketchup ausgeschüttet. Nein! Und alle schlafen. Oder auch nicht. So, wir rippen ein paar Gegenstände hier erstmal ab. Ups. Sonst vergesse ich beim nächsten. Das SWAT-Team. Der Geruch von Blut überliegt Leichen. Wie konnte das passieren? Buchstäblich Totenstille. Schade, bei dem war nichts. Ich habe jetzt gerade die Karten leider nicht da. So, wir können uns zumindest jedenfalls mal die Karte hier von dem Gebiet holen. Und uns die mal anchellen. So sieht sie aus. Boah. Grau heißt, da war man noch nicht. Normale Farbe heißt, wir haben das Ding schon ausgeräuchert von Gegnern. Rot heißt, dick, fett Gegner. Genau, hier, Medizin Level 1. Ich meine, da wäre noch mehr gewesen. Gollum. Mein Schatz. Telefon. Geh nochmal jemand ran. Folded Hell. Agentin Breyer hier spricht Baldwin, ja. So. Würde ich mal sagen. Weil ich habe hier noch so einen zweiten Speicher, habe ich vorhin gesehen. Da bin ich gerade beim Bounty-Modus. Wir rippen uns einfach mal eine komplett neue Datei. Dann speichere ich auch meinen Einser nicht weg. Und, jo. Hallo? Danke. Ihr habt jetzt mal zumindest ein bisschen was gesehen, noch nicht wirklich viel Gutes. Man kann hier mal meinen Spielstand sehen, zweimal durchgespielt, bisschen was erhalten. Flucht, nie. Ah ja, das ist für den aktuellen, ja. 4 Minuten, wir haben schon einmal gespeichert, keine Siege, keine Fluchten, alles super. Ich würde sagen, euer Grey Fox macht hier einen Schnitt und meldet sich demnächst mit neuen PE-Videos wieder. Mal sehen, ob sie bei euch gut ankommen. Jo, bis denn dann, Grey Fox over und out.